Hallo liebe Matrixer-Freunde, hier sind wieder eure Matrixer Shiva und Jonathan. Und heute steigen wir direkt in ein spannendes Thema ein. Letzte Woche hatten wir ein Erlebnis und dann haben wir uns überlegt, darüber ein Video machen zu wollen. Zeitgleich, als wir uns das überlegt haben, wurde bei Telegram, in unserer Telegram-Gruppe Matrixer, gefragt, ob wir nicht mal ein Thema machen können, ein spezielles Thema. Und anderthalb Stunden später, nachdem wir darüber gesprochen haben, haben wir die Nachricht gelesen. Und ja, da sieht man schon wieder die Synchronizität. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wenn wir uns das zeitgleich überlegt haben und zur gleichen Zeit jemand darüber eine Frage stellt, dann machen wir das doch gerade. Und spannend ist es natürlich auch. Worum geht es dann heute? Ja, wir wurden ja gefragt, wie es mit Tieren aussieht. Ja. Wer inkarniert da in so einem Tier, vor allem in Haustiere? Und ist das überhaupt möglich, dass sich Tiere auch inkarnieren können? Können sich Menschen in Tiere inkarnieren? Ist auch eine Frage, die öfter mal vorkommt. Und dieser Frage wollen wir uns heute einmal widmen. Wie ihr wisst, haben wir gesagt, dass wir hier auf der 3D-Ebene in einer Simulation leben, in einer Computersimulation. Und die meisten Tiere, genau wie bei den Menschen, sind von der Matrix-KI erzeugt worden. Genau. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Vor allem auch im Tierbereich gibt es Ausnahmen. Das heißt, eine Seele inkarniert sich jetzt nicht zu 100% in ein Tier. Denn da würde ja die Seele nicht so viel lernen im Sinne der Matrix. Und es ist aber möglich, dass sich die Seele teilweise, also ein Persönlichkeitsanteil, in ein Tier inkarnieren lässt, um gewisse Erfahrungen zu machen oder um vorwiegend, würde ich sogar sagen, um jemanden bei seiner menschlichen Inkarnation sozusagen zu unterstützen oder beizustehen. Das bedeutet also, wenn du vielleicht planst, im 22. Jahrhundert dich zu inkarnieren und ja, dein bester Freund auf der Astralebene sagt dann, oh, ich habe schon ein Leben im 19. Jahrhundert, ich kann nicht mit dir zusammen inkarnieren, geht nicht, das ist sehr schade. Aber du wirst dir, was weiß ich, einen Hund kaufen, wenn du 16 bist und da werde ich einen Teil von mir in diesen Hund projizieren. Das ist also eine sehr gängige Vorgehensweise auf der Astralebene. Dort, wo es dann auch abgesprochen wird. Und wie es dann so der Zufall will, begegnet dir ein ganz toller, süßer Hund, wenn du 16 bist. Und ja, dein Freund, der leider bei deiner Inkarnation nicht mit dabei sein kann, projiziert dann einen Seelenanteil in dein Haustier. Ja, und darüber wollten wir heute sprechen. Genau. Auch was passiert, wenn die Haustiere sterben? Gehen die Haustiere auch ins Licht, war eine Frage. Was passiert mit den Haustieren, wenn sie sterben? Genau, das ist heute unser Thema. Wir haben dazu eine sehr persönliche Geschichte, auch sehr spannend. Ja, sehr abgedrehte Geschichte. Ja. Also da werden bestimmt einige ihre Augenbrauen hochziehen und kritisch gucken. Aber eine verrückte Geschichte und die wollten wir euch nicht vorenthalten. Aber erstmal erzählen wir, wie es allgemein so ist, wenn Tiere inkarnieren und was passiert, wenn sie wieder von uns gehen und danach unsere wirklich abgefahrene Geschichte. Ja. Ja, also Tiere, wie du schon sagst, können in Anteilen inkarnieren, machen sie sehr gerne. Es ist vor allem so, dass auch gerade die Katzenwesen, man nennt sie auch Feline, ich bin jetzt nicht ganz sicher, Feline oder die Urma, das sind verschiedene Katzenrassen, die inkarnieren sehr gerne auf der Erde. Das sind extrem weit entwickelte Starseeds, die hier inkarnieren. Sind auch nicht sehr beliebt bei den Leuten, die uns alle nicht so mögen, weil die sehr, sehr mächtig sind und ja, ihr eigenes Ding machen und ihren eigenen Kopf haben. Ja, jedenfalls davon gibt es sehr, sehr viele hier auf diesem Planeten Erde.
Katzenwesen, die inkarniert sind. Und um ein Katzenwesen geht es auch in unserer Geschichte. Ja, jedenfalls, die kommen zu uns, unterstützen uns. Meistens sind sie astrale Wächter. Jedenfalls war das bei uns so, vorrangig. Aber auch emotionale Unterstützung, kuschelig sein. Ja, manche fragen sich ja, was für einen Sinn hat das eigentlich, eine Katze zu haben? Die frisst einem die Haare vom Kopf, weckt einen morgens um 5 Uhr, weil sie schon den Boden vom Futternapf sieht, ne? Und Haaren herum wie geisteskrank, ne? Liegen die ganze Zeit nur eine Ecke rum und haaren, ne? Und schlafen und dann, nachts werden sie aktiv und rauben einen in Schlaf und ab und zu bringen sie auch noch ein tolles Souvenir aus der Natur mit, wo dann meistens den Leuten dann die Haare zu Berge stehen. Ne? Da fragt man sich natürlich schon, was für einen Sinn hat es eigentlich, so eine Katze zu haben? Ne? Wie hat es die Katze eigentlich geschafft, bei den Menschen einen Haustierstatus zu erhalten? Weil beispielsweise Hühner zu haben, ne, ist vielleicht praktischer, weil da hat man wenigstens noch jeden Tag ein Ei, das man essen kann und sehr gesund ist. Und bei Katzen, ja, was haben die für einen Job? Haben die überhaupt einen Job? Sind die einfach nur Zierde? Und wie Shiva schon sagt, das sind astrale Wächter. Die pennen nicht deshalb den ganzen Tag herum, weil die so faul sind, sondern eine Katze ist in der Lage, innerhalb von einer Minute oder Sekunden oftmals in den Astralkörper zu wechseln. Und die beobachten dann das astrale Umfeld ihres Frauchens oder ihres Herrchens und sorgen dafür, dass eben ungebetene astrale Gäste nicht allzu lange verweilen. Ja, und in dieser Hinsicht ist die Katze eigentlich auch ein Nutztier. So gesehen schon. So gesehen schon. So wie wir auch für, ja, die da oben. Eine Katze legt jetzt nicht unbedingt Eier, die man essen kann, aber auf der astralen Ebene sind die schon sehr beliebt. Ne? Auch mit ein Grund, warum so aus der Geschichte immer wieder mal zu hören oder zu lesen ist, dass Hexen gerne Katze hatten. Oder die Pharaonen. Oder die Pharaonen. Weil auch die Pharaonen und die alten Ägypter, die waren ja mit der Astralebene sehr vertraut. Und die haben auch herausgefunden, dass Katzen hervorragende Wächter sind. Ne? Man schaue sich die Sphinx an, wie die da sitzt. Auch wie ein Wächter. Und so sitzen die Katzen auch öfter mal bei euch vielleicht auf der Sessellehne oder auf der Couchlehne oder sonst wo wie ein Wächter und begutachten eben die Umgebung. Ne? Kommt da ein ungebetener astraler Gast? Und wenn ja, ne, dann schnappe ich mir den. Ne? Und Katzen können auf der Astralebene schon recht fies werden, ne? Wenn da ein ungebetener Gast kommt. Die springen den auf den Rücken oder springen dem ins Gesicht oder vergrößern sich und machen dem astralen Besuch Angst oder so. Also all sowas ist halt möglich, ne, für eine Katze. Ja, die Katzenwesen inkarnieren genau wie wir, auch mit Amnesie zum Beispiel. Sie können an Menschen inkarnieren. Wir kennen sogar persönlich ein Katzenwesen. Viele Grüße an der Stelle. Wollte ich gerade sagen. Ja, jedenfalls, sie sind sich dessen auch nicht bewusst, wer oder was sie vorher waren. Wie das bei einer Katze per se ist, weiß ich nicht. Vielleicht haben die da ein bisschen mehr Bewusstheit, kommen mir aber auch nicht so vor, nicht zwingend. Die meisten Tiere sind eben genau wie wir. Ja, mit der Vergessenheit belegt und tun hier ihren Job oder spielen ihr Spiel hier, sammeln Erfahrungen und ja, wenn sie fertig sind damit, gehen sie wieder, ja, praktisch nach Hause. Je nachdem, wie groß oder wie viel der Seelenanteil war, ganz selten kann es auch vorkommen, dass ein wirklich größerer Anteil da war, geht er entweder wieder zurück, zum Beispiel Katzenwesen gehen dann zurück in ihren Körper, auf der 5D-Ebene und ja, spielen dann dort weiter ihr Katzenwesen-Leben. Ja, oder sie gehen eben zurück auf die Astralebene, um zum Beispiel dann ihr Frauchen oder Herrchen zu besuchen oder beizustehen
oder laufen dann dort die ganze Zeit rum, bis irgendwann mal wieder einer auftaucht, der ihnen sehr vertraut ist und mit dem sie gern zusammen sein möchten. Also ganz unterschiedlich. Ne? Aber ist schon richtig, also auf der 5D-Ebene, ne? Außerhalb der 3D-Matrix, das heißt in der 5D-Matrix, in der freien Matrix, wie wir sie auch nennen, oder die digitale Matrix, dort verhält es sich so, dass sie dann zurück zu ihrem Katzenwesen gehen, zu ihrem Katzenkörper, den sie da haben, ne, in der freien Matrix. Ja. Es ist auch so, dass Haustiere, wie du sagst, auf der Astralebene, wenn sie gestorben sind, verweilen bei ihrem Herrchen. Und sobald sich das Herrchen überlegt, mit so einem Hund oder so einer Katze war es ja schön, und sich ein neues kauft, dass sich auf der Astralebene befindliche, ja, das Tierwesen wieder in den Hund oder die Katze inkarniert, die sich das Herrchen gerade neu gekauft haben. Das heißt, eigentlich in Wahrheit begleitet dich dein Katzen- oder Hundefreund dein Leben lang, solange du halt Tiere hast. Meistens sind es wirklich die gleichen, die dann immer wieder in den neuen Körper mit inkarnieren und dich begleiten. Aber auch wenn du dir kein neues Haustier kaufst, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass dein Katzen- oder Hundefreund oder Pferdefreund, wie auch immer, dich astral begleiten, also wirklich da auch noch an deiner Seite sind. Die gehen eigentlich nicht weg, bevor du nicht auch gehst. Ja, das machen die sehr gerne. Die warten also notfalls auch deine ganze Inkarnationszeit ab und laufen astral um dich herum und warten darauf, bis du eben deine Inkarnation in deinem gegenwärtigen Leben abschließt, damit sie dich dann erwarten und empfangen können. Und gelegentlich gibt es aber auch neue Eintrittspunkte für so ein Haustier, dass ich denke, ach guck mal da, ne, er hat sich einen neuen Hund gekauft. Ich glaube, da gehe ich dann nochmal rein. Das ist dann schon möglich, dass sich das einer überlegt. Das kommt jetzt nicht so häufig vor, aber doch schon ab und zu, ne, würde ich sagen. Ja, in dem Sinne gehen die Tiere so gesehen nicht ins Licht, da es ja oft wirklich nur Anteile einer Ganzheit oder Persönlichkeit sind, die dann wieder, ja, zurückgezogen werden. Also sie gehen nicht den gleichen Weg wie wir, aber sie verbinden sich dann eben wieder mit der Gesamtpersönlichkeit. Also sie müssen jetzt nicht den Lichtprozess mitmachen, denn wenn die Persönlichkeit zum Beispiel auf 5D verweilt, geht er wieder in den 5D-Körper zurück. So würde ich das jetzt am ehesten beschreiben. Ja. Damit sagen wir nicht, dass alle Haustiere, ja, unbedingt wirklich einen Seelenanteil haben müssen. Ne? Es, ja, gibt auch zum Beispiel Spielzeuge der Matrix, das sind dann von der Matrix KI erzeugte Haustiere, die man dann eben hat. Es ist also durchaus möglich, dass du vielleicht auch ein Statistenhaustier hast. Aber so von der persönlichen, ja, Gefühlsebene, sag ich mal, habe ich eher das Gefühl, dass Haustiere wirklich Begleiter sind, wo einer drin ist. Muss nicht generell so sein, das stimmt, aber es ist jetzt nur so ein Gefühl, dass Haustiere eher doch beseelt sind im Vergleich zu einer Taube, die an dir vorbeifliegt, die 100% Matrix-KI generiert ist. Ja, also man kann das auch prüfen, ob das eigene Haustier jetzt einfach nur ein Statistenhaustier ist oder ob da vielleicht einer drin ist. Da müsst ihr euch eben selbst fragen, was für Verhaltensweisen hat das Haustier? Verhält es sich eher wie ein Tier, das nur an Fressen denkt? Instinktiv? Sehr instinktiv ist und so auch durchaus so wäre wie ein Tier vielleicht irgendwo in der Natur. Oder ob es doch irgendwie menschliche Züge hat, sag ich mal. Und versucht mit euch zu reden oder so. Also natürlich in der Katzensprache, ne? Aber irgendwie immer offen für Kommunikation ist. Oder vielleicht ihr immer das Gefühl habt, nee, das kann doch jetzt nicht sein, ne? Dass der da sowas bringt. Ja. Also ein normales Tier würde sowas nicht tun. Dann könnte ziemlich sicher sein, dass da eben ein Persönlichkeitsanteil von einem guten Freund von euch drin ist. Ja. Alternativ könnt ihr natürlich auch über die Träume wieder abfragen, ist da jetzt einer drin oder nicht? Zum Beispiel, redet euer Haustier mit euch im Traum? Oder wenn ihr astral seid, könnt ihr es dort treffen, euch mit ihm unterhalten?
Also astral und über Träume könnt ihr natürlich auch rausfinden, ob das jetzt ein echtes Haustier ist oder ein Statist. Ja, da müsst ihr euch mal selber fragen, wie das ist. Und ich denke mal, viele von euch werden bestimmt auch ein Gefühl dazu haben oder eine Intuition. Ja, und deshalb wollen wir euch jetzt unbedingt erzählen, was uns passiert ist, beziehungsweise was wir erfahren haben. Die Geschichte des Bo. Die Geschichte des Bo. Ja, angefangen hat die Geschichte schon, ja, ich würde sagen 2008. Da habe ich mir eine Katze geholt, da kannten wir uns noch nicht. Und diese Katze war aber nur einen Monat bei uns. Nochmal zur Vorinformation, wir nennen den Bo auch gerne den Selbstmord-Bo, aber dazu mehr während der Geschichte. Jedenfalls ungefähr 2008 mag es gewesen sein oder 2007, ich weiß es nicht mehr genau. Da wollte ich unbedingt eine Katze haben. Und das habe ich mir dann auch, die habe ich mir dann auch geholt. Die war so extrem süß. Das war, ich glaube, die süßeste Katze auf diesem Planeten. Das war so eine Maine Coon. Wie immer, ne? Nein, das war wirklich eine sehr süße Katze. Also so eine Maine Coon-Katze in Rot, mit Weiß meliert, ganz flauschig, babyklein. Jedenfalls sehr süß. Und ja, die blieb aber nicht lange bei mir, sondern nur ungefähr einen Monat. Oh, was passiert? Sie hat sich umgebracht. Wie das? Sie hat sich erhängt. Oh, okay. Jedenfalls war das auch gut so. Denn, ja, ich war jedenfalls extremst traurig, extremst damals. Für ein Tier, das man nur einen Monat hatte, hat das schon sehr lange gedauert, diese Phase der Traurigkeit. Und ja, und die Verbindung zu dem war schon sehr extrem groß, dafür, dass er wirklich nur einen Monat da war. Ja, jedenfalls anderthalb Jahre später haben wir uns den, oder habe ich mir damals den Frank geholt. War auch gerade erst 8 Wochen alt. Und ja, der Frank, der begleitet uns immer noch, seht ihr ja öfter auf den Videos. Und ja, der hat dann ein Baby bekommen, ungefähr 2010. Und Frank hat ein Baby bekommen. Okay, Frank hat eigentlich mehrere Babys bekommen, 4. Jedenfalls hatte ich mir eigentlich eins von diesen Babys ausgesucht. Die anderen wurden in der WG verteilt oder ja, wurden anderen Leuten zugeteilt. Und ich hatte mir eins ausgesucht. Aber das hat leider auch nicht lange überlebt. Das, ja, da war der Darm noch draußen. Das musste relativ schnell eingeschläfert werden. Also habe ich mir der übrig blieb, den habe ich dann genommen. Und das war der Bo. Also es sollte mal wieder der Bo sein. Ja, wie sich dann herausgestellt hat, also irgendwann haben wir uns dann ja kennengelernt. Du hast ja auch den Bo noch lange miterlebt. Und ja, der Bo war schon sehr speziell. Ja, das war eine komische Katze. Ja. Also jetzt nicht im negativen Sinne, sondern schon hatte ein recht seltsames Verhalten, so aus meiner Sicht, wo ich so sagen würde, das ist aber keine normale Katze. Seltsames Frank. Verhalten, ja. Aber Frank auch. Frank hat eher ein auffälliges Verhalten. Aber der Bo, der war schon recht seltsam, ja. Ich habe ihn auch gern manchmal den Depri-Kater genannt. Ja, er hatte Sehnsucht nach Hause, nach 5D. Ja. Ja. Der war also nie so wirklich hundertprozentig zufrieden als Kater, würde ich sagen. Er war extremst menschenbezogen und extrem anhänglich. Mhm. Also er war auch immer bei uns, hat immer gekuschelt und auch im Bett nachts war er immer da. Und der war sehr speziell, ja. Ja. Aber es war immer spannend zu beobachten, wenn wir auf der Couch saßen und haben uns einen tollen Film angeschaut oder so. Eine Katze links auf die Armlehne, eine Katze rechts auf die Armlehne, wie die Sphinx, gesessen und immer geguckt. Immer geguckt. Immer gewächtert. Immer gewächtert, genau. Das war schon also sehr phänomenal, das so zu beobachten. Jetzt muss Frank den Job alleine machen. Ja, jedenfalls eines Tages hatte der Selbstmordbo beschlossen, er muss jetzt nach Hause gehen, auf 5D. Ist wieder zurück. Er muss zurück. Und zwar haben wir auch die Infos bekommen. Mhm. Also mal die Geschichte dazu. Wir waren jetzt in Mexiko und dort hat der Bo ja,
nach einigen Monaten hat er beschlossen, also ich habe das vorher schon gespürt und ich habe ihm auch gesagt, okay, wenn du gehen musst, dann musst du gehen. Bitte, ich bin zwar echt traurig und ich finde es voll doof von dir, aber wenn du gehen musst, dann ist okay. Geh halt, ich habe ihm dann halt gesagt, dass er gehen darf. Und ja, das hat er dann auch gemacht. Er hat beschlossen, er frisst die einzige giftige Pflanze in diesem Ort, wo wir gelebt haben, um ja, nach Hause zu gehen. Es gab da nicht viele giftige Pflanzen. Er hat auch nur 2 Tage gebraucht. Aber es waren keine schönen Tage, aber jedenfalls nach 2 Tagen hat sich der Bo dann von uns verabschiedet. Ja, ich erinnere mich noch daran, dass der Bo alles ausprobiert hat im Garten. Der hat sogar Spinnweben gefressen, um zu gucken, was passiert. Einmal kam er an mit lauter Spinnweben im Gesicht. Die hat er alle versucht zu essen, um zu gucken, wie die Wirkung ist. Also er wusste wohl anscheinend nicht hundertprozentig, welche der Pflanzen giftig sind und welche nicht und hat das ausgetestet. Ja. In der Hoffnung, er erwischt mal irgendeine Pflanze, die sehr giftig ist. Das war so mein Eindruck. Ja. Ja, jedenfalls interessant ist auch noch, dass ja, hätte damals die erste Katze sich nicht erhängt, hätte ich mir ja nicht den Frank geholt und dann wäre auch der Bo nicht gewesen. Und ich habe bei beiden Katzen die Katzenwesen dahinter gesehen. Also der Bo ist ungefähr so ein 3,5 Meter großes, schwarzes Katzenwesen mit einer extrem krassen Ausstrahlung. Und oh ja. Darüber können wir auch noch gleich sprechen. Und der Frank ist auch ein sehr mächtiges Katzenwesen, sehr spannend, sehr feminin, finde ich. Und also auf 5D. Hier ist er mehr so ein kleiner Rüpel, aber ein ganz lieber. Nein, der ist ganz süß. Habe ich die beiden gesehen in ihrem Originalkörper. Ja, und der Bo hat mir erzählt, halt astral, als ich ihn getroffen habe, in seinem Katzen, dass er auf eine Mission muss. Deswegen musste er sich wieder umbringen. Er hat als 5D-Katzenwesen eine Mission, eine Selbstmordmission. Keine Ahnung, warum er das immer macht. Jedenfalls, das war eine Art, er musste auf Mission mit seinen Katzenwesen, Kumpels und auf Himmelfahrtskommando. Himmelfahrts, das ist das Wort. Jedenfalls hat er die Show auch nicht überlebt. Und interessant fand ich, als Bo, bevor er gestorben ist, in der Nacht, hat er ja wieder bei uns gelegen, kam er ja astral zu dir. Weißt du ja, noch? Er hat dich um Erlaubnis gebeten, oder? Und ja, der hat uns beide ja um Erlaubnis gebeten. Und den Frank auch. Ja, den Frank hat er auch informiert, richtig. Darum war Frank auch ziemlich gefasst, als der Bo ging. Also er hing zwar so einen Tag lang immer nur auf dem Bett rum und war schon ein bisschen traurig, aber am nächsten Tag war das für ihn schon wieder okay. So, das war mein Eindruck. Ja, er hat ja gesagt, der Bo hat den Frank, hat ihm gesagt, was du astral gesagt hast. Ja eben, Frank war ja eigentlich auch seine Mutter. Ja. Physisch betrachtet. Ja. Ob es okay ist, wenn er geht und Frank hat dann, was du gesagt hast, hat erzählt, also ich habe das nicht erlebt, das hat er erlebt. Frank hätte dann gesagt, ja klar, ich möchte gerne mal einfach mit den beiden alleine sein und meine Zeit nur mit denen verbringen. Ja. Mhm. Und ist in Ordnung, du kannst gehen. Ja, ja, eben. Der Frank hat dann irgendwie dann gesagt, ich möchte gerne auch mal so ein bisschen der Kuschelkater sein, ne? Die Kuschelkatze. Und weil Frank hat eben immer dem Bo Vortritt gelassen, ne? Wenn es ums Kuscheln ging oder um irgendwelche zärtlichen Streicheleinheiten oder so. Wenn dann beide Katzen da waren, hat Frank immer seinem Kind Vortritt gelassen, ne? Und blieb dann immer meist im Hintergrund. Ja. Ja, als der Bo dann weg war, das muss ich sagen, sowas habe ich noch nie erlebt. Der Bo ist ein wirklich sehr, sehr mächtiges Katzenwesen. Er hat so eine mächtige Ausstrahlung, das kannst du dir nicht vorstellen. Also es war so leer plötzlich, der Raum, als würde alles fehlen plötzlich. Als würden wir auf einem nackten Boden schlafen oder so.
Also wirklich, das war... Ja, das war schon sehr beeindruckend. Also während er physisch bei uns war, ist einem das gar nicht so aufgefallen. Nee, natürlich diese nicht. Ausstrahlung von ihm, den er so hat. Weil er war ja jeden Tag da, man hatte sich dran gewöhnt und so. Aber als der weg war und wir das erste Mal in Mexiko da in das Mietshaus wieder hineingingen, nachdem wir ihn dann begraben hatten, verhielt es sich so, dass man dann merkte, was fehlte. Und an dessen, was eben fehlte an Ausstrahlung von Bo, daran konnten wir dann bemessen, was er eigentlich für sich selbst, wie immens seine Ausstrahlung eigentlich, wie stark die präsent war. Ne? Ja, aber die Geschichte geht ja noch weiter. Oh ja. Wir haben uns vor ungefähr 6 Wochen Hühnchen geholt. Hühner. Ach so, die Hühnchen sind die, die man isst. Ja, jedenfalls, wir haben uns Hühner geholt. 6 Stück. Jetzt haben wir noch 5. Warum haben wir jetzt nur noch 5? Ja. Ja, der Selbstmordbo war auch wieder dabei. Die Info haben wir auch bekommen. Ich wollte das, also das ist, also ich verstehe das nicht. Aber egal. Jedenfalls hat er hier bei uns im Garten die einzige Möglichkeit genutzt, sich umzubringen, die es überhaupt, die überhaupt existieren kann hier bei uns. Und interessanterweise war das eine Hühnchen, das ich wirklich gerne mochte. Ja, das Hühnchen hieß Bock. Und ja, ich habe ihn immer gestreichelt. Das war auch der Einzige, der immer zu mir kam und sich streicheln ließ. Ich habe ihn jeden Abend ins Bett gebracht. Er hat nicht mit den anderen Hühnern auf der Stange, auf dem Haus geschlafen. Nein, er hat immer separat auf seiner eigenen Stange geschlafen. Allein da ist schon wieder seine spezielle Manier. Er ist da wirklich eigen. Jedenfalls musste ich ihn jeden Abend ins Bett bringen, auf seine Stange setzen, weil er da nicht alleine hinkam. Wäre er wohl schon gekommen, aber vielleicht wollte er einfach ins Bett gebracht werden. Haben ihn gestreichelt. Also ich mochte ihn extrem gerne. Und ja, ja, du solltest vielleicht auch erwähnen, dass der Bo, der gesagt hat, dass er mal auf Urlaub zu dir kommt. Ja, das stimmt. Das fand ich sehr interessant. Und wir dachten immer, wie auf Urlaub. Das klingt so, als kommt er dann für ein paar Wochen vorbei und wir werden uns sicherlich keine neue Katze holen. Nee. Oder irgendein anderes Tier. Sicherlich nicht. Also da haben wir lange gerätselt, wie es für Bo möglich sein soll, dann auf Urlaub zu uns zu kommen. Das konnten wir uns gar nicht erklären. Nee. Und dachten, nee, also da wird er wohl keinen Eintrittspunkt finden, um das zu ermöglichen. Und was dann? Dann haben wir Hühner geholt. Ja, und dann haben wir gedacht, ach, holen wir uns ein paar Hühner. Ne? Ja, das muss der Bo dann eigentlich schon gewusst haben. Das muss er gewusst haben, ja klar, auf jeden Fall. Das muss er gewusst haben. Und darum konnte er auch sagen, ich komme noch mal auf Urlaub bei euch vorbei. Ja, interessanterweise ist der Bo im Original 5D-Körper schwarz. Bei uns als Katze, als Bo, war er auch schwarz. Und das Hühnchen, in dem er drin war, war auch groß und ziemlich schwarz. Es hatte ungefähr 70% schwarze Federn, ein bisschen weiße drin. Jedenfalls war er immer mächtig und schwarz. Er war auch der Größte von immer den Hühnern, ne? Von den Größten, von den Hühnern, ja. Von den Katzen. Und hat solche Eier gelegt. Ja. Nein, nicht aber. Er hat sehr große Eier. Aber wie auch immer, das muss er mit sich selbst ausmachen, weil er wieder zu Hause ist, mit seinen Eier legen. Ja. Da werden wir bestimmt den einen oder anderen Witz bringen. Ne? Ja, wenn wir wieder da sind. Ja, jedenfalls, nach 4 Wochen gehen wir plötzlich raus, wollten ins Café gehen. Und ich hatte hier im Garten eine Schubkarre fertig gemacht. Da habe ich einen Baum reingepflanzt und ein bisschen so eine Art Efeu. Ist kein Efeu, aber so ähnlich. Jedenfalls, das fanden die Hühner immer ganz toll. Haben alles zerwühlt und kaputt gemacht, bis da eben keine Efeu oder kein Gewächs mehr drin war. Ja, dann haben die Hühnchen die Schubkarre ignoriert für Wochen. Für ungefähr 4 Wochen ignoriert. War keiner mehr drin oder drum oder keine Ahnung. Ja, ist langweilig geworden. Ist langweilig geworden. So wie für Kinder irgendwann Spielzeug langweilig. Ja, weil ist ja kaputt gewesen. Ne? Haben alles aufgefressen, das mochten, fertig. Ja, jedenfalls gehen wir ins Café und dann sage ich, oh, guck mal, was die für einen Unfug gemacht haben. Die haben die Schubkarre umgeschmissen. Und dann gehen wir dran vorbei, dann lag da so ein Hühnchen, dachten, oh guck mal, der chillt da unter, der chillt unter der Schubkarre, der liegt im Schatten. Dauerhaft. Das ist gar nicht so lustig, ich war echt traurig, aber es ist auch lustig, weil es ist halt der Selbstmordbo, wir haben den Bo voll lieb, aber er ist doof.
Na jedenfalls, er lag unter der Schubkarre dauerhaft. Ja, also die Schubkarre ist umgefallen, wie auch immer, weil die ist mit der ganzen Erde und den Pflanzen drin recht schwer, ist umgefallen und genau auf sein Genick. Ja. Ja. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem großen Grundstück, wo es eigentlich keine Selbstmordmöglichkeiten gibt, außer diese eine, an die niemand gedacht hat. Und die auch sehr schwer zu realisieren ist. Ja, das heißt, er muss ja die anderen Hühner überredet haben, während er unter der Schubkarre ist, dass die anderen Hühner einmal oben drauf springen mit aller Kraft, damit die Schubkarre zur Seite kippt. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wie wahrscheinlich ist das? Ja, jedenfalls die einzige Möglichkeit hat er genutzt, weil er wieder nach Hause musste. Mhm. Ich war sehr traurig und ich dann so zu Jonathan, so sag mal, das ist aber echt komisch, oder? Das fühlt sich wieder so an wie beim Bo. Es fühlt sich plötzlich an, als hätten wir nur noch 10% Hühner, dabei ist nur 1 von 6 weg. Und du dann so, stimmt, das ist verrückt. Ja, das stimmt, ja. Da fühlte man auch wieder, dass ein Teil fehlte. Die gleiche, und es war die gleiche Präsenz. Und ich so, scheiße, das war doch der Bo. Das war doch schon wieder der Selbstmord-Bo. Ja. Und ich so, mich ins Bett gelegt und ich wollte das unbedingt wissen. War das der Bo, war das der Bo? Ich bin so sicher, es war der Bo. Und habe auf die Antwort gewartet. Ja, dann wachen wir auf. Und dann sitzt du mir ganz aufgeregt. Guck mal, pass auf, ich muss dir was erzählen, was ich gerade erlebt habe. Ich muss dir erzählen, wer gerade da war. Ja, und zwar habe ich gelegentlich mit Bo immer versucht, Kommunikation aufzubauen. Ne? Und der Bo kam immer vorbei und hat immer ein seltsames Geräusch gemacht für eine Katze, nämlich immer so Immer wenn er was trinken wollte, als er noch gelebt hat. Ja, ja, um zu sagen, hier, ich möchte gern was trinken oder so, oder ich möchte gern Aufmerksamkeit oder ich möchte, dass du was für mich tust oder sonst was. Ne? In der Richtung immer dieses Ne? Mehr war das nicht. Ne? Und ich habe dann natürlich immer mit ihm versucht zu kommunizieren, habe auch immer zu ihm gesagt. Und ich habe es dann auch ein, zwei Mal hinbekommen, dass er eben, wenn ich das Geräusch machte, er genauso geantwortet hat. Ne? Also er schaute mich an und brachte auch dieses Geräusch wieder. Ne? Und in dieser Nacht, in der Shiva eben gebeten hatte, Mittagsschlaf, glaube ich, ne? Oder Mittagsschlaf, richtig, zu sagen, ob er wirklich das Huhn war, ne? Kam aber, glaube ich, bei dir keine Antwort. Nee, ich bin einfach direkt eingeschlafen. Ja, und dann habe ich aber gespürt, dass er da war, ne? Als ich astral war. Und ich war halt astral, im Astralkörper, und dann kam er vorbei, aber ich habe ihn nicht gesehen. Mhm. Ich habe ihn nur gehört. Und was hat er gemacht? Aber richtig laut in mein Ohr, damit ich es auch bloß höre. Ne? Ja, so, du hast gesagt, es war so laut, als würde ich jetzt wie dir neben dir sitzen und ins Ohr machen. Ja, das waren locker 100 bis 120 Dezibel, würde ich sagen. Ne? Also es war schon sehr, sehr laut. Ne? Und da bin ich natürlich auch zack aufgeschreckt, ne? War wieder im physischen Körper und dachte, ach, guck an, er war zu Besuch. Er hatte sein Versprechen wirklich wahr gemacht und war auf Urlaub da. Wie lange war das schwarze Huhn da? 4 Wochen. 4 Wochen, ja. Ist typische Urlaubszeit auf der Erde, oder? Würde ich sagen. Ja. Jetzt muss er wieder hoch zur Mission. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, denn die Geschichte geht tatsächlich noch ein wenig weiter. Irgendwann habe ich hypnagog die Information bekommen, alle Bo-Selbste werden eingesammelt. Ja, die Geschichte um den Bo ist wirklich spannend. Und in jeder Realität, in der ich gewesen bin, war der Bo am Sterben oder dahinsiechen oder war schon tot. Das heißt, die Ganzheit des Bo sammelt gerade alle Bo-Selbste ein und verzieht sich aus der Matrix. Aber das scheint sich, zumindest nach unserer Zeitwahrnehmung, sich etwas hinzuziehen, denn das hat er mir schon vor einem Jahr ungefähr gesagt, oder das höhere Selbst des Bo hat mir das vor einem Jahr gesagt, dass die Bo-Selbste eingesammelt werden. Schließlich war er jetzt gerade auch noch mal 4 Wochen da. Aber sehr interessant finde ich es schon, denn das bedeutet ja, dass der Bo in naher Zukunft die Matrix verlässt, da wirklich in jeder Realität der Bo am Sterben ist, egal wie. Und wieder geht oder sich selbst wieder umbringt. Ja. Aber Katzen können das auch bewusst oder Tiere können das bewusst, vielleicht sollten wir das noch erwähnen, dass Tiere sich auch bewusst umbringen können und entscheiden können zu gehen, wenn es notwendig ist für sie zu gehen. Also es ist kein Zufall. Man muss dann theoretisch nicht traurig sein, auch wenn es traurig ist. Oder wenn man das vermisst. Delfine können das, glaube ich, auch. Ne?
Die können selbst aufhören zu leben? Naja, Delfine beispielsweise sind bewusste Atmer, nicht so wie der Mensch, der ist ja ein unterbewusster Atmer. Er atmet ja eigentlich gar nicht selbst, der Mensch. Aber Delfine sind bewusste Atmer, müssen sie auch irgendwo sein, wenn sie da immer wieder auftauchen und Luft holen müssen. Und die können natürlich jederzeit beschließen, aufzuhören mit dem Atmen. Und das machen Delfine gelegentlich auch. Ne? Wenn sie ihren Partner verloren haben, kommt das öfter vor, dass eben der zurückgebliebene Delfin sich sagt, ja, nö, dann will ich auch nicht mehr leben, dann höre ich jetzt auf zu atmen und plopp, atmen die nicht mehr und sterben dann. Ne? Und ja, aber nur weil man unterbewusst atmet, heißt es noch lange nicht, dass es nicht auch möglich ist, auf andere Weise eben den Freitod zu wählen. Und das machen auch sehr viele Tiere. Auch in der Natur wird das oft praktiziert. Ne? Dass dann ein Persönlichkeitsanteil gerne mal erleben möchte, wie es als Igel ist. Und läuft eine Weile als Igel herum. Aber um den Körper wieder verlassen zu müssen, muss er das Leben beenden. Damit er nicht, sagen wir mal, wie lange lebt so ein Igel? 3 Jahre, 5 Jahre? Dass er dann eben die ganze Zeit in dem Igelkörper ist. Und darauf hat er vielleicht nicht so viel Lust. Also was macht er? Läuft im günstigsten bzw. ungünstigsten Moment einmal über die Straße. Dann ist er wieder raus aus dem Körper. Genau, auch Hunde machen das so, wenn sie über die Straße laufen. Also wenn Tiere gehen wollen, werden sie einen Weg finden zu gehen. Aber es ist jetzt nicht wie Menschen, die dann in der Hölle landen, je nach Bewusstseinszustand jedenfalls, und ihr Karma aufarbeiten müssen. Und wie gesagt, Tiere machen das bewusst. Sie gehen, weil sie gehen möchten. Menschen, die sich selber umbringen, machen im nächsten Leben oder dort, wo sie landen, auf der Astralebene, genau da weiter, wo sie im Leben aufgehört haben. Wenn sie aus Depression aufgehört haben, leben zu wollen, machen sie da astral auch weiter und im nächsten Leben auch. Das ist bei Tieren aber nicht so. Tiere gehen, weil sie gehen müssen, gehen wollen oder weil die Erfahrung beendet ist. Das muss man ganz klar sagen. Sie landen also nicht in der Hölle. Ja, spannendes Thema, würde ich sagen, mit den rund um die Tiere und um die Geschichte des Buches. Ja, auf jeden Fall. Und daher gehen wir auch davon aus, all die Kaninchen und Igel, die auf den Landstraßen vielleicht plattgefahren worden sind, da gehen wir sehr stark davon aus, dass die eben diesen Tod gewählt haben. Ja. Um eben ihr Dasein zu beenden. Entweder aus Mitgefühl für die Nachkommenschaft, ne? Vielleicht gab es nicht genug zu essen oder sonst was, oder irgendein Seelenanteil oder eine Seele hatte mal Lust darauf, sich eine Woche als Häschen zu erfahren oder was auch immer. Diese Möglichkeiten bestehen eben in der Matrix, dass man eben einen Körper übernehmen kann, ne? Und eine Zeit lang in ihm lebt. Ne? Und das haben wir beispielsweise ja auch alle dauerhaft gemacht. Ne? Also Shiva hat sich hier einen Körper ausgesucht, den sie eben jetzt so ihr Leben lang mit sich herumschleppt und in meinem Fall auch. Ne? Ein Körper bezogen eben dauerhaft. Ne? Aber es gibt auch die Möglichkeit, Körper kurzzeitig zu übernehmen. Für einen Tag, für ein Wochenende, für eine Woche, für einen Monat. Oder sonst wie, wie man eben gerade Lust hat, eben Urlaub machen, ne? In der 3D-Matrix. Da gibt es auch einige Spezies, die das ganz gerne machen, aus dem einen oder anderen Grund. Ja. Naja, jedenfalls wollten wir euch unbedingt die Geschichte des Bo erzählen, ja. Des Selbstmord-Bo, der also immer irgendwie, ja, wie soll ich sagen, immer einen emotionalen Eindruck auf mich machte manchmal. Und immer auch sehr gefühlsintensiv war, sich bei jeder Selbstmordmission gleich freiwillig gemeldet hat. So kam mir das vor. Ne? Aber er war auch der sanfteste und liebste, ja. Und zärtlichste und ausgeglichenste und harmonischste Kater oder Wesen auf diesem Planeten, was ich hier erlebt habe. Ja, das ist schon wahr. Ne? Und er war auch der fetteste Kater, der mir jemals begegnet aber wir ist. Also nicht fett. Nee, fett würde ich nicht sagen, sondern der größte. Der wog, glaube ich, 8 Kilo oder sowas. Aber ne? Es war auch das größte Huhn oder das fetteste. Ja, und bei den Hühnern war es auch so. Es war das größte und dickste Huhn. Ja. Aber diese Präsenz muss ja auch irgendwo rein, ne? Das kann nicht in so ein kleines Katzenkörperchen. Ja, ich hätte ihn gerne mal als Maus gesehen. Ne? Oh weh.
Ja, ihr Lieben, das war unser Thema, unser wirklich spannendes Thema. Was passiert mit den Tieren? Oder was ist mit den Tieren? Genau. Erzählt uns doch eure spannenden Erfahrungen dazu. Habt ihr auch so ein Selbstmordtierchen, das immer wieder zu euch kommt und inkarniert? Schreibt uns in die Kommentare. Ja, oder erzählt mir von euren seltsamen Geschichten, die ihr mit euren Katzen, Hunden, Pferden oder sonst was erlebt habt, wo ihr sagen würdet, also das ist kein Statistentier, also ein Statistentier würde sowas nicht tun. Ja, genau. Ja, jedenfalls danke fürs Zuschauen, wie immer. Und bis nächste Woche. Alles Liebe. Bis bald. Tschüss.